Ich selber habe also Erfahrung als Vereinsvorsitzender 7 Jahre lang in Bielefeld und ich habe vorhin mal zwischendurch nachgezählt, vor ungefähr 40 Jahren im Rheinland, da bin ich zum ersten Mal Vorsitzender eines Fußballvereins gewesen. Und damit fange ich jetzt mal an, aber nicht um euch 40 Jahre Erfahrung zu erzählen, sondern ich denke, weil diese Gegenüberstellung vielleicht für sich spricht. Ich vergewissere mich nochmal, Raphael, die Präsentation ist jetzt drauf. Ja? Ja, die ist drauf, Cool. für alle zu sehen. Okay, dann geht das los. Als ich das damals gemacht habe und ich denke, aus den vielen Gesprächen, die ich in den letzten Jahren als Mitglied unseres Ausschusses für Vereins- und Verbandsentwicklung hier im Westfalen auch hatte, ist das an vielen Stellen noch nicht anders. Als ich also damals Vorsitzender wurde, da war das so, man konnte ganz grob sagen, da war ich der Vorsitzende und es gab in meinem Verein und wie heute auch in fast allen Vereinen einen Schriftführer oder Geschäftsführer und dann gibt es einen Kassierer. Und das ist für die meisten Vereine die Standardausstattung, wenn es um Vorstand geht. Damit tut man auch dem bürgerlichen Gesetzbuch und dem Vereinsrecht Genüge. Und vor allen Dingen sagt man sich, so geht das ja. Als ich damals das jedenfalls wurde, habe ich dann gefragt, naja, was muss ich da machen? Und da sagte der Schriftführer, also eins kann ich dir sagen, um den Schriftkram brauchst du dich überhaupt nicht zu kümmern, das mache ich. Und der Kassierer kam und sagte, sei mal ganz beruhigt, um die Finanzen musst du dich nicht kümmern, die Beiträge und so weiter, das mache ich. Da habe ich gesagt, gut, und was bleibt denn für mich? Da sagten die, naja, du repräsentierst den Verein. Du hältst die Rede beim Jubiläum oder du hältst die Ansprache beim Sportfest und gibst die Pokale. Oder sowas in der Art und zur Not sprichst du auch mal mit der Gemeinde über den Sportplatz. Das war damals die Welt und diese Welt, die war noch in Ordnung. Und an vielen Stellen glauben viele Sportfreunde, die Welt ist immer noch in Ordnung. Und trotzdem, wir merken an allen Ecken, dass das so nicht mehr ist. Es haben sich nämlich eine ganze Reihe von Fragen neu gebildet. Einige so beliebig aus dem Topf gegriffen. Gerade noch vor wenigen Tagen in einem Gespräch mit einem Verein, wie kommen wir, bitteschön, wie kommen wir zu einem Kunstrasenplatz? Wir haben einen Rasenplatz, wir sind benachteiligt, der hat Grundwasser, immer Matsche und so weiter und so weiter. Wie kommen wir zu einem Kunstrasenplatz? Andere wiederum kommen an und sagen, wir haben einen Kunstrasenplatz, wie um Himmels Willen finanzieren wir nach 15, 16, 17 Jahren die Erneuerung? Das Ding ist hin. Und wir wissen nicht, wie wir es bezahlen sollen. Wir müssen ihn neu machen. Oder, auch das war ein Thema gerade noch in den letzten Tagen, was machen wir eigentlich gegen den Mitgliederschwund? Am Wochenende haben wir bei einem Vereinsforum für den Verband im Kaiserau die neuesten statistischen Zahlen gehört. Und wenn man dann feststellt, dass wir zum Beispiel im Jugendbereich, wie viele waren es, ich glaube, 250 Mannschaften allein im letzten Jahr verloren haben. Und das sind ja dann nur die Jugendlichen rausgegriffen. Das ist eine dramatische Entwicklung, die viele, viele Vereine da erleben. Und dann die Fragen aller Fragen gleichsam, mit der wir immer wieder konfrontiert werden. Wie um alles in der Welt, wie finden wir neue Vorstandsmitglieder? Wir sind am Ende, kein Mensch will diese Arbeit mehr machen. Woran liegt das? Warum kriegen wir denn nicht? Fragen über Fragen kann ich nur sagen. Und in all unseren Kontakten mit Vereinen, wenn wir unsere Veranstaltungen machen oder Beratungen machen, zum Schluss geht es eigentlich immer wieder um diese Kernfrage, wo kriegen wir neue Vorstandsmitglieder her? Ja, also wir stehen eigentlich an einer Wende, wenn man so will, an einem Scheideweg. Denn wenn wir solche Fragen stellen, und wir müssen sie ja stellen schließlich, da hängt ja die Existenz des Vereins dran, ob man noch einen gescheiten Platz hat, ob man noch Mitglieder hat, ob man einen Vorstand hat und so weiter. Aber wenn wir solche Fragen stellen, dann reagieren wir eigentlich. Wir reagieren auf das, was um uns herum geschieht. Wir reagieren auf aktuelle Entwicklungen. Wir reagieren eigentlich auf das, was schon da ist und was da im Moment sich ereignet. Wenn wir aber nur reagieren, dann sind wir nicht mehr Kapitäne, die steuern, sondern wir sind mehr oder weniger Getriebene, die von irgendeiner Kraft, von irgendeinem Ereignis vor sich hergetrieben werden.
Wir sind dann nicht mehr die Gestalter unserer Vereine, sondern wir sind eigentlich mehr nur noch Verwalter. Wir verwalten das, was ist, und versuchen, so gut es geht, irgendwie die Enden beieinander zu halten und das Schiff, Verein, nicht gegen die Felsen klaren zu lassen. Oder im schlimmsten Falle, wir sind nur noch Konkursverwalter. Und leider Gottes kommt das ja auch vor. Und es gibt ganz düstere Prognosen, dass wir damit in Zukunft vielleicht sogar noch häufiger zu rechnen haben. Und das muss dann nicht der finanzielle Konkurs sein, sondern das kann auch, wenn man so will, der personelle Konkurs sein. Vor 3 Wochen war ich bei einer Bearbeitung hier bei uns in Ostwestfalen, und da ist die ganz klare Ansage des Vorstandes: Wir hören im Sommer auf, egal ob da Nachfolger sind oder nicht. Und dann muss man eben sehen, was ein Vereinsgericht mit einer solchen Situation macht. Also, wenn man das mal alles zusammenfasst, wie schaffen wir den Schritt von dieser damals tatsächlich, heute nur noch scheinbar heilen Welt des Vereines mit so einer klassischen Teilung von Vorstandsarbeit, mit einem klassischen traditionellen Verständnis von Vorstandsarbeit und Vereinsarbeit, wie schaffen wir von da den Schritt zum Morgen, vom Heute zum Morgen? Das ist die Frage, um die sich ja heute bei uns dreht. Meine erste Antwort darauf: Wir stellen andere Fragen. Jetzt wird man vielleicht sagen, naja gut, andere Fragen, ich hätte noch ein paar zu bieten. Aber ich meine schon wirklich andere Fragen. Die erste Frage: Was sind denn eigentlich unsere Ziele? Das klingt jetzt vielleicht verblüffend, oder kann man sagen, was hat das mit dem anderen zu tun? Immer wieder habe ich gemerkt, wenn man einen Verein oder Vereinsvertreter fragt, was wollt ihr denn eigentlich machen? Wo steht ihr denn in 5 Jahren? Dann kommt so eine gewisse Ratlosigkeit. Na ja, Klassenerhalt zum Beispiel. Das erste ist fast immer Spielbetrieb, Ligaerhalt, Klassenerhalt oder so etwas. Also deswegen meine erste Frage: Was sind eigentlich unsere Ziele? Zweite Frage: Wen brauchen wir, um diese Ziele zu erreichen? Hier geht es um die Menschen, die da im Blick sind. Das erste ist die Frage, was machen wir überhaupt? Das zweite, wen brauchen wir, um diese Ziele zu erreichen? Und das dritte schließlich, wie müssen wir für solche Ziele den Verein verändern? Und wir merken, wenn wir hier so nach vorne gucken, in die Zukunft hinein, was sind unsere Ziele, und erst recht mit der dritten Frage, wie müssen wir dafür den Verein verändern, dann ist klar, das ist nicht mehr das Heute, sondern hier geht es tatsächlich um das Morgen. Hier geht es um die Zukunft. Und zur Beantwortung dieser Fragen, das kann ich nun wirklich auch gleich dazu sagen. Zur Beantwortung dieser Fragen braucht man nicht mehr so Arbeitsbezeichnungen wie Vorsitzender oder Vorsitzende, sollte es ja ganz einzeln auch mal irgendwo geben. Also man braucht dafür nicht mehr Vorsitzender, Schriftführer und Kassierer, sondern dazu brauchen wir ein Team von Menschen, die ganz unterschiedliche Kompetenzen, unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Qualifikationen mitbringen. Ich will gleich darauf hinweisen, die Schlüsselwörter in diesem letzten Satz sind Team und Unterschiedlichkeit. Bei meiner Eingangsbeschreibung, als ich da selber Vorsitzender war, da war das im Grunde genommen kein Team, sondern die beiden anderen sagten mir, du brauchst dich darum nicht zu kümmern. Das war im Grunde genommen die Aufteilung von Vorstandsarbeit in 3 verschiedene Ressorts, und keiner brauchte sich um den anderen zu kümmern, weil das schon irgendwie lief. Die Zeiten sind vorbei. Was wir brauchen, ist wirkliche Teamarbeit, auch im Vorstand. Und da sind nicht Leute, die alle gleich sind, sondern da sind sehr unterschiedliche Leute mit sehr unterschiedlichen Kompetenzen und Erfahrungen, und die brauchen wir in dieser Unterschiedlichkeit. Ich möchte mal das, was ich jetzt hier so etwas abstrakt und allgemein gesagt habe, mit einem konkreten Beispiel belegen. Ich bin auch für die Westfalen Sportstiftung mit
zuständig jetzt seit einiger Zeit. Und wir bekamen einen Förderantrag eines Vereins. Den muss man jetzt hier nicht nennen, aber die Zitate, die sind real. Da heißt es in diesem Antrag, ich denke, ihr könnt das jetzt sehen hier, diesen schwarzen Text mit roten und grünen Markierungen. Seit einer Neuausrichtung und vor allem Verjüngung des Vorstandes, Achtung, Verjüngung des Vorstandes, sehen wir uns vor vielen finanziellen Hürden, die in den nächsten Jahren zu meistern sind. Hierzu zählen unter anderem die Erneuerung der Heizungsanlage und die unaufschiebbare Erneuerung unseres Kunstrasenplatzes. Haben wir gerade gehört. Kunstrasenplatz. Hier wurde uns von unseren Vorgängern ein schwieriges Erbe hinterlassen, da das Vereinsvermögen die letzten Jahre in den Seniorenfußball investiert wurde. Vielleicht mag das dem einen oder anderen etwas bekannt vorkommen, diese rot markierten Stellen hier oder die eine oder die andere Stelle. Insbesondere auch das letzte. Wir wissen, wie viel Geld in den Spielbetrieb läuft und nicht unbedingt als Rücklage in die irgendwann zu erfolgende Erneuerung eines Kunstrasenplatzes. So heißt es da also an der einen Stelle in dem Förderantrag. Der Hinweis ist eigentlich schon überflüssig, ich denke, das seht ihr ganz deutlich. Dies rot markierte, das sind die Probleme, vor denen dieser Verein steht. Und die beiden grünen, Neuausrichtung und Verjüngung des Vorstandes, das sind die Versuche, etwas zu ändern. Ich darf dazu sagen, was die Neuausrichtung war, habe ich noch nicht so richtig gesehen in dem Brief. Jetzt geht es dabei weiter, an anderer Stelle. Nach der Neuausrichtung möchten wir versuchen, einen anderen Weg zu gehen. Wir versuchen zu begeistern und das nachhaltig. Wir möchten langfristig Kinder und Jugendliche an unseren Verein binden. An einer anderen Stelle, wir verstehen uns auch weiterhin als Bindeglied der Gesellschaft. Da kommt auf einmal etwas ganz anderes rein als der Spielbetrieb. Aufgrund der geografischen Lage innerhalb des Ortes sind vielfältigste Nationen bei uns integriert. Dies wird bei uns als Verein gelebt. Und das sportliche und auch private Miteinander der verschiedenen Kulturen ist uns wichtig. Warum habe ich dieses Zitat ausgewählt oder diese Zitate? Ich denke, das Beispiel zeigt, dass der Verein an drei Stellen gearbeitet hat. Erstens hat er an seinen Zielen gearbeitet. Mit der Frage, was wollen wir tun? Das klang zwar nur vielleicht so etwas nebelhaft an, aber es war von Neuausrichtung die Rede. Es war davon, dass man Jugendarbeit neu anpacken wollte. Und es war davon die Rede, dass man gesellschaftliches Bindeglied sein will. Das Zweite ist, der Verein hat an seiner Organisation, an seinen Strukturen gearbeitet. Er bemüht sich, und ich glaube, dass es wenigstens an einigen Stellen gelungen ist, um eine Verjüngung des Vorstands. Man muss nur meine Haarfarbe sehen, dann kann man sich vorstellen, dass ich etwas von älteren Vorständen verstehe. Ne? Da habe ich selber meine Erfahrungen. Und ich weiß, wie schwierig das ist, Jüngere zu gewinnen. Man kann nur jedem Verein gratulieren, der es schafft, heute, ich sag mal so U50 oder sogar U40 für seinen Vorstand zu gewinnen. Und das Letzte schließlich, dieser Verein hat versucht, an seiner Kultur zu arbeiten. Er hat da genannt das interkulturelle Miteinander in der Stadt. Er will Bindeglied in der Gesellschaft sein. Und das ist etwas mehr, als nur dafür zu sorgen, dass Fußball gespielt wird. Kleiner Exkurs zu diesem Bereich der Ziel. Um das vielleicht noch etwas fassbarer und vor allen Dingen auch für andere Vereine konkreter zu machen, was das sein kann, wenn man an den Zielen arbeitet. Das Naheliegende ist, über die derzeitigen Spielangebote nachzudenken. Der Standardfall ist, wir spielen Fußball. Und zwar Jugend und Senioren. Dann gibt es noch etliche Vereine, die haben immer noch, obwohl das schwieriger wird von Jahr zu Jahr, die haben aber immer noch Mädchen- und Frauenfußball. Und dann ist eigentlich schon Schluss. Das ist sozusagen der Standard, das Standardangebot eines Fußballvereins. Ergänzende Angebote können sein, Futsal, inzwischen wirklich etabliert,
habe aber den Eindruck, konzentriert sich eher auf die größeren Städte und nicht unbedingt auf das flache Land, so ungefähr. Aber immerhin, Futsal ist etabliert und eine mit zunehmender Akzeptanz und auch, ich denke, immer attraktiver geworden. Und das könnte so etwas sein, wenn man denn auch wirklich eine Halle zur Verfügung hat. Was nach meiner Meinung eine wirklich tolle Zukunft hat und gerade in den Anfängen steckt, aber angesichts der demografischen Entwicklung, angesichts der Tatsache, dass unsere Mitglieder immer älter werden, das ist dieses Angebot Fußball für Ältere. Oder wie das dann im Englischen heißt, Walking Football. Ich denke, ihr kennt das. Fußball, bei dem man nicht läuft, sondern wirklich geht, vielleicht auch ein bisschen schneller geht, aber das ist dann Passspiel beim Gehen und das ist etwas vornehmlich für die Senioren. Und ich habe das oft gehört, auch so bei unserer Ü30 und Ü40, dass die dann mit 50 oder so irgendwann sagten, naja, so langsam ist Schluss, die Knochen machen jetzt doch nicht mehr mit oder es ist mir zu schnell und so weiter. Und dann braucht man noch ein paar Jahre, ehe man das über sich bringt, um zu sagen, ich kann tatsächlich auch im Gehen Fußball spielen und das macht sogar Spaß. Das ist ein Angebot, das relativ neu ist und immer attraktiver wird und gerade jetzt noch am Wochenende bei unserem Vereinsforum ausdrücklich als eine Option für die Zukunft gepriesen wurde. Der dritte Punkt, da kommen wir in den Bereich der heftigen Auseinandersetzung, ich nenne es aber trotzdem, E-Football und E-Sports. Kaum etwas ist so umstritten wie diese E-Sports-Angebote, die es da gibt, FIFA und so weiter. Wir haben auf der einen Seite so klare Aussagen und ganz von oben herab, ne, das ist kein Sport und damit haben wir nichts zu tun. Und wir haben auf der anderen Seite die Situation, dass ein großer Teil unserer Spieler, vielleicht auch der Spielerinnen, aber vor allen Dingen sicherlich der Jugendlichen und der Senioren, der jüngeren Senioren, mit großer Begeisterung E-Football spielen. Man kann darüber ja denken, wie man will, im Sinne von Sportphilosophie und so weiter und Bewegung und all diesen Dingen. Tatsache ist, dass E-Football in dieser Gesellschaft unter den Unterhaltungs- und Freizeitangeboten einen gewaltigen Platz einnehmen wird und eine Dynamik ohnegleichen entwickelt. Und deswegen ist meiner Ansicht nach ein Verein gut beraten, wenn er sich überlegt, ob er nicht dieses Angebot unter dem Aspekt von Jugendarbeit, es muss ja gar nicht der Satzungszweck Sport sein, aber der Satzungszweck Jugendarbeit, der kann hier sinnvoll gefüllt werden mit einem solchen Angebot, um Kinder, um Jugendliche und überhaupt um Interessierte an dieser Betätigung an den Verein zu binden und ihnen von da vielleicht auch wieder den Zugang zum praktischen Fußball zu ermöglichen. Freizeitfußball für Kinder und Eltern. Wie organisieren wir das, dass Eltern ihre Kinder nicht nur abliefern? Das mag auf dem Land vielleicht noch ein bisschen anders sein, aber in den Städten kenne ich das wirklich. Die fahren mit dem Auto vor, setzen ihre Kinder ab und sagen, in anderthalb Stunden hole ich den wieder ab und kümmern sich ansonsten nicht drum. Wie könnte man zum Beispiel Eltern und Kinder gemeinsam dazu bringen, Fußball zu spielen, im Verein Freizeit zu gestalten, mit Minimannschaften, mit gemischten Mannschaften und so weiter. Und der nächste Punkt, der hat einfach Pünktchen hier. Wenn man da einmal Brainstorming macht und sich zusammensetzt, dann fallen einem vielleicht noch ganz andere Spielangebote ein. Das waren jetzt Spielangebote im Fußball. Es können aber auch ergänzende Sportarten sein. Eine ganze Reihe von klassischen, traditionellen Fußballvereinen haben inzwischen einfach eine Breitensportabteilung dazu. Und die ist oft, ich kenne welche, die sind doppelt so groß wie die eigentliche Fußballabteilung oder noch mehrfach größer. Also andere Sportarten anzubieten. Der Verein, in dem ich zuletzt gearbeitet habe, hat in den letzten 5 Jahren Darts dazu genommen, Cricket und wie heißt das noch? Frisbee mit der Scheibe, diese verschiedenen Frisbee-Sportarten. Und die haben einen Zulauf ohnegleichen. Und da sind inzwischen in der Summe mehr drin, als in der Jugendabteilung Fußball spielen.
Also ergänzende Sportarten zu finden, ist etwas Wichtiges für das Profil des Vereines. Und dann nicht zuletzt die gesellschaftlichen, die kulturellen Aktivitäten, die ein Verein im Gemeinwesen gestalten kann. Die Kernfrage für all dies, für diesen Exkurs zum möglichen Ziel, die Kernfrage ist, was wollen wir? Wohlgemerkt, die Betonung liegt auf dem Was. Was wollen wir? Wo stehen wir in 5 Jahren? Was verbindet man in 5 Jahren mit dem Image unseres Vereins? Was sagen denn die Leute auf die Frage, was macht man denn da? Dann müssen wir antworten können, das und das und das ist etwas anderes, als heute zu sagen, nur da wird Fußball gespielt. Zweiter Exkurs, die Organisation des Vereins. Eine dieser Überlebensfragen ist ja, wo kriegen wir überhaupt noch Ehrenamtliche her? Und deswegen gehört dieses sich kümmern um diejenigen, die im Verein mitarbeiten, das gehört unbedingt auf die Vorstandsebene, weil es etwas Strategisches ist, weil es um den ganzen Verein und die Zukunftssicherung ist. Und da muss man eben sehen, dass solche Aufgaben in zukünftig nur noch auf Zeit verteilt werden, dass das nicht mehr Wahlämter auf 2 oder 3 Jahre sind, dass Verantwortung verteilt wird, also aufgeteilt wird in kleine Paketen und auf mehr Schultern verteilt werden muss, weil sonst die Einzelnen auch überlastet werden. Dazu muss man auch aber prüfen, wie laufen eigentlich bei uns die Dinge, wie laufen die Zuständigkeiten und so weiter. Ich habe mit Vereinen, die das mal wirklich intensiv und über in einem geordneten Beratungs- und Analyseprozess gemacht haben, die haben mich anschließend da gestanden mit großen Augen, haben gesagt, wir wussten nicht, dass es in unserem Verein so kompliziert ist. Zweite Frage, auch das ist eine Überlebensfrage, wie machen wir uns steuerlich sicher? Ich glaube, alle wissen, dass das Steuerrecht immer komplizierter wird und der Schatzmeister oder Kassierer eines Vereins ist wirklich, ich sage es mal so, bedauerlich, ja, ist zu bedauern, der kann eine arme Socke sein. Und man braucht einen guten Steuerberater, damit man nicht in die Fallen läuft, insbesondere wenn es um diese umgangssteuerrechtlichen Dinge geht und vor allen Dingen die Sicherung der Gemeinnützigkeit. Ich sage nur so Themen wie Bierverkauf am Platz, Feste, Feiern und so weiter und so weiter. Man kann auch, wenn man schon innerhalb des Vereins Verantwortung verteilt und vielleicht so etwas wie, ich sag mal, Jobsharing im Verein macht, dann kann man ja auch mal darüber nachdenken, ob sowas nicht zwischen Vereinen möglich ist. Wir haben angefangen mit Spielgemeinschaften, vor allen Dingen im Bereich der Jugend. In meiner Gegend hier, in meiner Stadt, sind alleine unmittelbar in meiner Nachbarschaft, haben sich in den letzten 5 Jahren 4 alte Traditionsvereine zu 2 neuen Vereinen zusammengeschlossen und bilden jetzt Vereinsgemeinschaften. Über die bloße Kooperation gehen die zu Fusion langsam über. Und da muss man manchmal ganz alte Gräben zuschütten oder Mauern abreißen. Aber auf die Dauer wird es wahrscheinlich nicht gehen, ohne dass wir enger als Vereine miteinander zusammenarbeiten. Und das bedeutet dann auch, dass wir unter den Vereinen Aufgaben und Zuständigkeiten aufteilen können. Die Kernfrage für diesen Exkurs lautet, wie wollen wir arbeiten? Das erste war, was wollen wir überhaupt tun? Das zweite ist, wie wollen wir daran arbeiten? Ein dritter kurzer Exkurs und der jetzt zur Vereinskultur. Dieses Beispiel aus dem Förderantrag bezog sich ja darauf, dass die sagten, wir sind mitten in der Stadt und um uns herum gibt es viele Nationen und so weiter und wir wollen die durchaus bei uns allen haben. Wenn ich das mal ganz allgemein nehme als Beispiel, dieses Beispiel mit den verschiedenen Nationen, dann kann ich das auch so nennen, wie gestalten wir Beziehungen? Und zwar zunächst einmal im Verein. Wie zeigen wir Wertschätzung? Wie zeigen wir Respekt gegenüber dem individuellen Engagement? In einem Gespräch vor kurzem sagte jemand, naja, machen wir doch. Die Blumensträuße werden überreicht. Da sagte dann ein anderer schon, ja lieber, sowieso, wenn das bei euch die Kultur ist, dass einmal im Jahr an die Handvoll Jubilare ein Blumenstrauß überreicht wird, dann werden alle anderen, die in dem Jahr kein Jubiläum haben, fragen, und wir? Gibt es für uns eigentlich auch Wertschätzung? Gibt es für uns eigentlich auch sowas Respekt? Das Mindeste, was ein Mitglied ja tut, ist, es zahlt den Beitrag. Aber was ist mit all den anderen? Und wenn wir von Ehrenamt reden, reden wir dann nur von Vorständen? Reden wir dann nur von Übungsleitern?
Gehören dazu zum Beispiel auch bezahlte Trainer? Ist das Ehrenamt? Wie ist das mit denen, die da viele kleine Dinge tun, über die kein Mensch nachdenkt? Und wie zeigen wir diesen Leuten, und zwar auch unterjährig, nicht nur einmal im Jahr bei der Weihnachtsfeier oder so, wie zeigen wir denen Wertschätzung und Respekt für ihr individuelles Engagement? An diesem Dankeschön hängt unglaublich viel. Und wenn man so viel mit dem Kopf, mit dem Verstand darüber nachdenkt und Vereinsarbeit analysiert, dann muss man sich immer klar machen, der wichtigste Teil der ganzen Geschichte sind die Emotionen. Der wichtigste Teil sind die Gefühle, das Herz und der Bauch. Und deswegen sind Wertschätzung und Respekt so wichtig. Wie leben wir, so lautet hier die dritte Frage, wie leben wir innerhalb des Vereins Toleranz und kulturelle Vielfalt? Ich glaube, ich muss nicht sagen, was da alles drin hängt. Das negative Beispiel ist nämlich die Tatsache von Intoleranz, von Ausgrenzung, von Diskriminierung, von Mobbing bis hin zur körperlichen Gewalt auf dem Platz oder in der Halle oder in der Kabine oder am Rande. Es gibt ein trauriges Beispiel vor, es ist jetzt schon einige Monate, zwei Monate her oder drei Monate her, da hat es im Fußballkreis Bielefeld an einem Wochenende 4 Spielabbrüche in der Kreisliga C gegeben, wegen Schlägereien auf dem Platz. Und jedes Mal ging es darum, dass es Vereine waren aus unterschiedlichen Kulturen, die aufeinander losgegangen sind und wo das sofort zum Streit miteinander, also zum Kulturstreit eigentlich wird. Wir haben aber innerhalb der Vereine normalerweise auch andere verschiedene Kulturen. In meinem Verein waren das 43 verschiedene Nationen. Da waren Muslime bei, da waren Christen bei, da waren Aleviten bei, da waren alle möglichen Menschen bei. Und trotzdem muss es möglich sein, und ich denke mal, es sollte möglich sein, diese Vielfalt auch als einen Schatz zu betrachten, aus der man vieles für das Leben des Vereins schöpfen kann. Wie schaffen wir einen lebendigen Dialog der Generationen? Wenn eine erste Mannschaft sich, ich sage es bewusst jetzt mal sehr hart, sich einen Dreck darum kümmert, wie B- oder A-Jugend über sie denken, wenn es einer B- oder A-Jugend egal ist, wie die Kleinen trainiert werden und wie die wohl den Verein und das Fußballspiel in der Jugend erleben. Wenn die, die in die Ü steigen, sagen, so, jetzt habe ich endlich mit den anderen nichts mehr zu tun und wir führen ein Eigenleben und wir machen unseren eigenen Kram, dann ist das irgendwo der Tod im Topf. Es muss einen lebendigen Dialog der Generationen geben, der Alten, der Senioren, der Alten mit den Jungen, der Jungen untereinander und so weiter. Die Kernfrage also hier mit diesem Exkurs zur Vereinskultur lautet dann, wie gehen wir miteinander um? Ich halte es nochmal fest. Was wollen wir überhaupt tun? Was sind unsere Ziele? Wie wollen wir arbeiten, damit wir das erreichen? Was sind die Strukturen? Und das Letzte schließlich, wie gehen wir dabei miteinander um, als Menschen, die Gefühle haben, die Emotionen haben, die Respekt beanspruchen dürfen? Zusammenfassung für diesen Teil. Wenn man die Frage danach stellt, was wir wie die Vereinsarbeit der Zukunft und die Vorstandsarbeit der Zukunft sein kann, dann muss man beginnen mit einer gründlichen Analyse der Gegenwart. Und im Mittelpunkt dieser gründlichen Analyse stehen diese drei Handlungsfelder. Die Strategien des Vereins, die Strukturen, also Prozesse, Abläufe, Ordnungen, Hierarchien und so weiter, Organisation des Vereins und dann nicht zuletzt die Kultur des Vereins. Das sind die Handlungsfelder, um die es im Prinzip dabei geht. Die muss man gründlich analysieren und das ist in meinen Augen das entscheidende Zentrum der Vorstandsarbeit. Wenn ein Vorstand nicht erkennt, dass das seine Hauptverantwortungsbereiche sind, dass es an ihm hängt, was ein Verein in der Zukunft will, dass es an ihm hängt, wie dieser Verein innerlich aufgebaut ist und dass es auch und vor allem an ihm hängt, wie man miteinander umgeht. Wenn das ein Vorstand nicht versteht,
dann hat er auch nicht verstanden, wozu er Vorstand ist. Deswegen ist das der Anfang allen Nachdenkens über den Weg in die Zukunft oder über die Vorstandsarbeit von morgen. Dass dann in der Mitte bei dem Begriff der Vereinsstrukturen noch einmal das vorkommt, was ich ganz am Anfang so betont habe, nämlich das Teamverständnis, Vorstand als Team und Vorstand als die Versammlung, die Ansammlung von unterschiedlichen Kompetenzen, Begabungen, Strukturen und Erfahrungen, das ist dann dabei natürlich mitgedacht. So, jetzt kann man natürlich sagen, gut gebrüllt, Löwe, ist ja nett, was du uns da erzählst, aber wie sollen wir das denn nun leisten können? Drei konkrete Hinweise und Unterstützungsangebote können wir machen. Das erste ist, ich bleibe jetzt mal beim Verband, abgesehen davon, dass wir uns hier hinstellen und euch etwas erzählen, haben wir ein ganz konkretes Beratungsformat, das ist der Vereinszukunftscheck. Da kommt jemand von uns zu euch, in der Regel an einem Samstag, das kann aber auch ein später Freitagnachmittag sein oder sonst in der Woche. Also Dauer so kommt ganz drauf an, circa 4 Stunden, 3 bis 4 Stunden. Aber man weiß nie, beim letzten Mal habe ich 4,5 Stunden da mit denen gesessen. Und in diesem Zukunftscheck, da nehmen wir uns diese drei Handlungsfelder, Struktur, Strategie und Kultur vor und unterstützen die Vertreter des Vereins und die sollen bunt gemischt sein, die sollen alle Felder abdenken, Trainer, Spieler, Vorstand, Jugend und so weiter. Und unterstützen die dabei, in diese erste Analyse der Ist-Situation einzusteigen. Das macht der Verband kostenlos. Klingeling kostet nichts. Kann aber sagen, ist gut. Wird jedes Mal von den Vereinen wirklich sehr, sehr gelobt und als sehr, sehr hilfreich betrachtet. Das zweite ist, wenn es um diese Frage geht, die ich am Anfang gestellt habe. Es gibt ja auch Vereine, die sagen, wir sind toll aufgestellt, wir haben einen fantastischen Vorstand, wir haben eine prima Kultur untereinander und trotzdem, ums Verrecken, wir finden keine Leute. Dazu haben wir ein System entwickelt, Mitarbeitermanagement mit System. Das ist ein online gestütztes Beratungsangebot des Verbandes. Kann man über die Webseite FMVW sich durchklicken zum Mitarbeitermanagement. Ich muss danach gucken, in dem Bereich Service ist das zu finden. Und da gibt es eine erste Information, einen kleinen Trailer, wenn man so will, und auch zum Download ein bisschen Material. Der Kern und das Prinzip dieses Angebotes, man müsste jemanden finden, der bereit ist, das zu machen und der dann im Vorstand seinen Platz dafür bekommt und der wird dafür, für das, was er dann machen soll, also für Mitarbeiter suchen, Mitarbeiter binden, Mitarbeiter entwickeln, Mitarbeiter wertschätzen und verabschieden und so weiter. Dafür wird er dann von uns, vom Verband, richtig ausgebildet in Seminar und Fortbildung, damit das auch mit Hand und Fuß geschieht. Das sind die beiden Angebote, die der Verein machen, die der Verband machen kann. Also einmal der allgemeine Check in der Jetzt-Analyse, das zweite mit dem Fokus auf Personal- und Mitarbeitermanagement und das dritte schließlich. Alle anderen Fragen, die dann noch kommen, Strategieberatung, Sponsoring, Steuern, Versicherung, Recht und so weiter und so weiter. Dazu findet man die Vereinsberatung FIPS im Landessportbund. Wir haben mit dem LSB eine klare Vereinbarung in unserem Verbundsystem, dass dieses die Bereiche sind, die durch den LSB abgedeckt werden und wir machen bei uns im Moment jedenfalls nur den Zukunftscheck und das Mitarbeitermanagement. Wenn man fips.de als Internetadresse wählt, also V-I-B-S-S, dann landet man auf dieser Unterseite vom LSB und es gibt dann einen ganzen Katalog mit Angeboten, die man da wahrnehmen kann. Das erste Drittel ist kostenfrei, im zweiten Drittel, so etwa 12 Stunden, zahlt man die Hälfte des normalen Honorars und danach kostet es das normale Honorar, ich denke mal 70% der Beratungsfragen werden in dem ersten kostenfreien Drittel abgedeckt. Interessant ist für uns immer wieder, wenn wir mit Vereinen zusammenkommen,
Der allergrößte Teil der Vereinsvertreter kennt FIPS nicht. Darüber bin ich immer wieder sehr erstaunt und deswegen hebe ich das hier so hervor. Unsere Erfahrung sagt uns, FIPS ist weiterhin unbekannt, sollte aber wirklich gekannt werden, auch von unseren Fußballvereinen. Darüber hinaus sitzen dann natürlich diese beiden netten Männer, die ihr im kleinen Bildchen seht, also der Kim und der Raphael, die uns hier auch heute durch dieses Webinar führen. Die sind im Verband in der Abteilung für Vereins- und Verbandsentwicklung im Breitensport, dem Hauptamt, die großen Unterstützer. Und bei allen weiteren Fragen nach Beratung, nach konkreten Unterstützungen und so weiter, helfen die euch weiter. Die Kontaktdaten seht ihr hier. Man kann sie aufschreiben jetzt, aber auf der anderen Seite, diese Präsentation wird euch ja auch zugänglich sein. Dann könnt ihr jederzeit auf diese Kontaktdaten wieder zurückgreifen.